auferstandene Leibeigene. Wollen wir mal töten. Was ich mich ja frage, kommt ihr eigentlich hinterher mit dem Gucken oder eher nicht so? Weil ich meine, 20 Minuten pro Tag ist natürlich nicht wenig. Wenn man dann mehrere Folgen gucken will von meinen Let's Plays, ist natürlich auch blöd. Aber ich denke mir halt so, wenn jetzt jemand nur eine Folge guckt oder vielleicht nur zwei, dann ist das ja doch recht wenig, 40 Minuten insgesamt für zwei Folgen, ne, pro Tag. Ja, ich weiß gar nicht, ob das viel ist. Kommt natürlich drauf an, ne, wenn man viel zu tun hat, aber an sich ist das eigentlich nicht so viel. Na, hast du halt, ne, bisschen was zum Gucken, ist ja auch nicht schlecht. Da musst du nicht dauernd die Filme illegal im Internet runterladen, sondern kannst ja mal die Let's Plays gucken, ist ja auch nicht schlecht. Nein, ich unterstelle euch natürlich nicht, dass ihr die illegal runterladet, die Filme. Ich weiß noch nicht mal, ob das legal ist, wenn man wenn man die Filme auf so einschlägigen Webseiten anguckt. Bin ich mir gar nicht sicher, aber theoretisch müsste das ja sogar legal sein, wenn man nicht weiß, ob die Seite illegal ist. Also, ich meine, wie willst du das denn beurteilen? Du kannst ja nicht, du kannst ja jetzt nicht sagen, von wegen, ja, ihr Zuschauer müsst ja wissen, dass die Seite illegal ist und die Leute da keine Lizenz haben, um diesen Film da zum Beispiel kostenlos zum Angucken anzubieten. Es kann ja theoretisch auch sein, dass die tatsächlich eine Lizenz haben, um, diesen Film da anzubieten. Keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt... keine Ahnung. Sagen wir jetzt einfach, ihr guckt euch mal Herr der Ringe online an. Kann es ja theoretisch sein, dass die da wirklich Geld an die Macher von Herr der Ringe bezahlen und dann diesen Film wirklich auch zur Verfügung stellen dürfen. Das weiß man ja als Zuschauer nicht. Das kann ja durchaus sein. Gut, das ist eher unwahrscheinlich. Aber, ne? Ist halt schwer zu sagen. So. So, dann gehe ich mal hier hin. So. Ja, also. Ja. Was wollte ich noch erwähnen? Ach so. Hä? Irgendwie kann ich den hier nicht anklicken. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Ich will den noch anklicken, verdammt nochmal. Irgendwie habe ich den nicht getroffen. Ich weiß nicht warum. Halt, stirb einfach. Na, komm schon. Komm schon, jetzt stirb, genau. Stirb. Ah, wunderbar. Wieso habe ich den nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Und. Hä? Da hat gerade einer in der Luft geschwebt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und die stehen wieder alle ineinander und keiner kämpft mit. Hä? Was ist denn hier wieder los? Ich verstehe das nicht. Guck mal, hier, die stehen alle rum und keiner kämpft. Was ist denn das? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Hm. Sehr seltsam auf jeden Fall. So, dann. Sterbt ihr, elenden Auferstandenen. Nee, aber was wollte ich jetzt erwähnen? Erzählen? Ja, das weißt du wirklich nicht, ne? Ach so, bei eBay auch. Da gibt es ja auch. Teilweise kann es ja auch sein, dass du bei eBay. Oder generell, dass du halt Diebesgut kaufst und das auch gar nicht weißt. Da hat, glaube ich, mal irgendwie entschieden. Das, nee, da hatte irgendjemand was billig gekauft und das war dann Diebesgut und dann wurde der irgendwie wegen Hehlerei angeklagt. Und da hat die Richterin, glaube ich, tatsächlich gegen ihn entschieden. Was natürlich recht fragwürdig ist. Ich meine, ne, wenn da kein Hinweis ist, dass es irgendwie gestohlen sein könnte. Ich meine, kann natürlich, wenn es ein Schnäppchen ist, kann man nicht direkt davon ausgehen, dass es Diebesgut ist, ne? Dann will man da auch nicht verurteilt werden dafür. Ich meine, gut, wenn du jetzt eine Wii U kurz nach dem Erscheinen für 20 Euro bei eBay siehst, dann... Ne? Aber wenn du zum Beispiel eine Auktion hast, die ab 1 Euro losgeht, dann... ne? Also falls ihr irgendwann mal angeklagt werdet, weil ihr bei eBay irgendwas gekauft habt und das Diebesgut war, dann könnt ihr einfach mal sagen, ja, ne? Und so... oder wenn es jetzt zum Beispiel Startpreis 1 Euro war, so eine Auktion halt... Dann könnt ihr halt sagen, ja, wusste ich nicht. Ist ja normal, dass Startpreis 1 Euro ist ja nicht ungewöhnlich für Auktionen. Und das hätte genauso gut legal sein können. Ist immer so ein Argument, ne?
Da kann man sich immer gut rausreden. Ich meine, was heißt rausreden? Man wusste es ja nicht. Wie soll man es denn noch wissen? Ne? Also wenn da irgendwie wenn mich da irgendwer anklagen würde, ich würde... Also das würde ich auch nicht verstehen. So, ist das jetzt hier... Ich gehe jetzt mal hier rein. So, jetzt ist das auch übernommen. Ja, labert alle gleichzeitig. Ist auch schön. Hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich muss, glaube ich, das hier komplett einnehmen hier. Ernsthaft, was ist denn das für eine Quest? Wo ich dauernd nur alles niedermetzeln muss. Das ist doch langweilig. Verdammt nochmal. So. Hier, du musst jetzt auch sterben. So. Ich darf auch gar nicht so viel von diesen Geschichtsquests machen. Ich möchte die nämlich noch ein bisschen aufheben. Für später. Weil ich ja noch recht viel zu entdecken habe in dieser Welt. Und, ne, da möchte ich nicht, dass ich irgendwann nur noch entdecken muss und gar keine Geschichtsquests mehr übrig sind. Was ich auch noch machen wollte, stimmt, wollte ich wirklich irgendwann nochmal machen, so eine Playlist, wo ich die Videos mit den Geschichtsquests reinpacke und dann immer das, den Anfang, Ende und so, ne, festlege und dann könnt ihr euch das halt nacheinander angucken, die ganze Geschichte. Das wäre ja auch, das müsste ich wirklich mal machen. Ich glaube, es haben, hat das bisher irgendein Let's Player? Ich weiß das nicht. Ich glaube, da wäre ich sogar einer der wenigen, wenn es überhaupt irgendwen anders gibt, der sowas macht. Wenn ich das machen würde, ist natürlich sehr großer Aufwand, weil ich muss das alles raussuchen. Ich muss mir meine Videos alle angucken dann und gucken, wo ich Geschichtsquests gemacht habe. Boah, das hasse ich ja. Wieso sollte ich auch meine Videos gucken? Ich meine, wer guckt denn so einen Scheiß? Nee, jetzt mal ernsthaft. Ach siehste, ich hatte ja vorhin was gefragt. Nee, damit war ich, glaube ich, durch, ne, mit der Frage. Ich hatte ja gefragt, ob ich hinterherkomme mit dem Gucken von den Videos oder ob ich die kürzer machen soll oder so. Ich weiß es ja nicht. Frage ich mich ja auch, ob die Zuschauerzahlen bei den neuen Let's Plays sind ja nicht so hoch. Also wenn ich eine neue Folge hochlade, sind die ja recht niedrig. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich belebe den hier mal wieder. Oder die. Die. Blond Haar und hat weiße Haare. Die Wynnet Blondhaar. Ja, also was wollte ich jetzt erwähnen? Was wollte ich sagen? Jetzt, ich habe die... Oh, schon wieder eine Cutscene. Ach Mann. Also ich habe... Also ich habe die Befürchtung, dass ein paar Leute von euch tatsächlich irgendwie gar nicht hinterherkommen damit. Oder sich das halt nach und nach angucken. Vielleicht auch ein paar Jahre später, kann ja alles sein. Sowas muss ich denn machen. Ach du Heiligen. Ach du Heiligen. Nee, ach du Heiliger. Ach du Heilige. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, ich muss den irgendwie angreifen. Ich weiß bloß nicht wie. Hallo? Wie denn? Wahrscheinlich mit irgendeiner Kanone. Habe ich hier Kanonen? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Irgendwie habe ich keine Kanonen. Oder ich bin zu blöd wieder hier. Das kann natürlich auch sein. Ach, ist hier eine Kanone oder was? Ach, der nimmt auch von alleine Schaden, glaube ich. Kann das sein? Oder die anderen greifen den halt an. Und hier sind untote Raupen, na sowas. So. Die verfehle ich natürlich von hier hinten. Ich wollte auch eigentlich hinspringen. Außer Reichweite, boah, bin ich lahm. So, untote Raupen, ihr sterbt jetzt mal. Zum Glück ist die FPS überhaupt nicht niedrig. So. Ne? Kann natürlich sein, dass ihr auch gerade jetzt, keine Ahnung, wenn ihr diese Folge guckt, kann ja auch sein, dass jetzt schon Folge 300 irgendwie raus ist. Vielleicht guckt ihr die ja wirklich erst später. Ne? Würde auch erklären, warum ich so viele Aufrufe habe, obwohl die neuen Videos kaum geguckt werden. Ich habe ja teilweise über 200 Aufrufe pro Tag. Oder über 100 oder auf die neuen Videos irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 oder so maximal. Na gut, teilweise auch mehr, teilweise auch mal 20 oder 15 oder so. Manchmal auch nur 2. Warum auch immer. Vielleicht ist das wirklich zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann euch versprechen, während des Studiums wird es wahrscheinlich weniger werden, weil ich muss ja auch studieren, ne?
Ich weiß nicht, ich hoffe, Herr der Ringe Online geht wohl zwar, und Minecraft müsste ich noch hinkriegen. Ansonsten versuche ich noch vorher ein bisschen was im Voraus aufzunehmen halt. Ne? Und dann mal sehen. So, und ich habe mich schon wieder aufgerappelt, das ist ja praktisch. Und jetzt nicht. Scheiße. So. Okay. Und dieser Drachen... Alter, was? Dieser Drachen, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... Alter, scheiße, Mann. Okay, von Kontrollpunkt aus versuchen. Ich hoffe, jetzt ist nichts verloren, weil ich jetzt hier, ne? Nee, ach, das geht weiter. Okay, die kämpfen einfach weiter. Hä, ich muss hier hoch. Ist das verwirrend? Hä? Hier geht's raus. Okay. Moment, also hier, jetzt nicht. Doch nicht? Hier geht's raus. Ach, Mann. Okay, ich glaube, der ist tot, bevor ich ankomme. Mein Inventar ist übrigens voll, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Dann werde ich mal alle Sammelgegenstände lagern. Jetzt ist es nicht mehr ganz so voll. Und ich hatte ein Level Up. Hatte ich ein Level Up? Dann hatte ich ein Level Up. Wahrscheinlich noch in der letzten Aufnahme. Dann mache ich mal Folgendes. Ich werde mal hier... Ach, hier Fertigkeitspunkte habe ich ja auch. Kann ich auch wieder welche verteilen? Ich weiß gar nicht, wofür. Ich kaufe einfach mal das hier so. Kaufe die einfach mal nach und nach, ne? So, dann kann ich die einfach mal alle ausgeben. Keine Ahnung, was das für Fähigkeiten sind. Ich glaube, die brauche ich eh nicht. So, hier nochmal 10 und dann habe ich nicht mehr genug. Egal. Alter, das ruckelt manchmal so. So, okay, Post habe ich auch noch. Hä, jetzt... Ach, jetzt fliegt er schon wieder. Hat er wieder Angst. Ist ja schlimm. So, der Drache ist eh gleich tot. So wie es aussieht. Ja. Orianischer Geschützturm der Fische. Hm. Oh. Ich glaube, dieser Drache liegt jetzt auf dem Meeresgrund. Dass der Text da unten noch überhaupt nicht mit dem Gesprochenen übereinstimmt. Schon genial. So. Wie das passieren kann. Ich meine, die haben ja... Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Es gibt eine Stelle, wisst, dass der Pakt nur eine Chance von 1 zu 3720 hat, oder? Wenn Traherne da ist, sind mir die Chancen egal. Ein mutiges Unterfangen. Die Techniker der Abtei haben mit den Katapulten ganze Arbeit geleistet, findet ihr nicht? Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Siren wäre sehr stolz. Es wird ein schwerer Weg, aber gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam. Jo, wir schaffen das. So, ach, Bob der Baumeister, wer kennt's von euch noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Habe ich ja früher auch immer gern geguckt, aber ist halt eine Kinderserie inzwischen. Ne? Interessiert mich das nicht mehr so sehr. Der Orden der Gerüchte hätte niemals geglaubt, den Tag zu erleben, an dem einer der größten Schergen Zeitans fallen würde. Das ist euer Verdienst, Eskor. Gemeinsam werden wir noch mehr erreichen, ne? Du. Ja, das ist nicht mein Verdienst, das ist auch dein Verdienst. Ich war eigentlich tot und ihr habt den Drachen besiegt, egal. Und mit Kriegsmeisterin Efud werde ich auch nochmal labern. Der Sieg ist vorerst unser. Ihr mögt kein Wachsamer sein, aber ihr habt wahrhaftig euer Können auf dem Schlachtfeld bewiesen. Niemals hätte ich geglaubt, das zu erleben. Wenn wir den Seuchenbringer vernichten können, können wir auch Zeitern vernichten. So. Und ich muss noch sehen nach irgendwem anders hier, da oben. Wahrscheinlich. Alles gut. Dank eures Mutes hat mich das Ding. Wer hat eigentlich das hier gebaut? Das ist total schief. So, weißt du, da die Treppe, total, ja, naja, ich weiß auch nicht, waren bestimmt sehr tolle Architekten und Baumeister. So. Dies ist ein bedeutsamer Tag. Das Blatt der Geschichte hat sich gewendet, Traherne. In der Tat. Viele Menschen zweifelten. Selbst die Orden waren nicht sicher, ob es zu schaffen sei. Noch nie zuvor war Tyria so geeint.
Lasst Orr das Echo dieser Schlacht hören. Wir können die Drachen besiegen. Und wir werden es tun. Saitan erwartet uns im Zentrum Orrs, umgeben von einer Nation der Untoten. Die Vernichtungsschlacht gegen den Drachen wird nicht leicht, aber zu gewinnen ist sie. Es gibt eine zerstörte Festung am Rande Orrs, südlich der Trümmerkluft-Hügel. Von diesen hohen Klippen kann man die Türme Orrs jenseits der Meerenge der Verwüstung sehen. Wir erobern dieses Fort und eignen es uns an. Der Pakt wird es wieder aufbauen. Wir pflanzen unsere Banner auf und stoßen von dort zum Herz des Drachen vor. Ich werde Pläne mit den Anführern der Orden schmieden und Truppen an diesem Ort sammeln. Ihr habt euch etwas Erholung verdient. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Dann finden wir gemeinsam einen Weg, Saitan zu vernichten. Hohoho, ich habe mir Erholung verdient, das ist toll. So. Ich muss mit... Ach, ich soll mit ihm sprechen nochmal. Okay, warte. Bevor ihr uns verlasst, sollten wir uns noch besprechen, Eskor. Habt ihr noch mehr Fragen? Dieser neue Pakt, wie wird er denn funktionieren? Ich habe mich in einer kurzen Unterredung mit den Ordensführern darauf verständigt, dass jeder einen persönlichen Anführer für seine Truppen in Orr ernennen würde, der mir Rapport erstattet? Komisch. Wissen wir denn, wer diese Anführer sein werden? Für den Orden der Gerüchte, Dorn Velasquez. Nee, Velake. Velake wird's, glaube ich, ausgesprochen, keine Ahnung. Für die Abtei Domant, Vinet Blondhaar. Kriegsmeisterin Efud wird die Truppen der Wachsam befehligen. Soll ich mich bei Vinet melden, da ich ein Mitglied der Abtei Domant bin? Nein, euer Platz ist an meiner Seite als stellvertretender Kommandeur des Paktes. Ich brauche euch, um alle drei Orden zusammenzuhalten. Ich fühle mich geehrt, was sollte ich sonst noch wissen? Ich kenne eine Festungsruine an der Küste von Orr. Es würde einigen Aufwand bedeuten, sie wieder einsatzfähig zu machen, aber von dort aus könnten wir direkt ins Herz der Truppen Saitans angreifen. Direkt das Herz der Truppen Saitans angreifen. Sie braucht einen Namen, um den Kampfesmut ihrer zukünftigen Garnison zu beflügeln. Irgendwelche Vorschläge? Ich war so beschäftigt damit, mich auf die Klaueninsel vorzubereiten, ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Habt ihr einen Vorschlag? Wir sind drei Gruppen zu einer vereint. Wie wäre es mit Fort der Dreifaltigkeit? Perfekt. Ich muss nun Vorräte beschaffen und den Marsch der Truppen nach Süden, zur Küste von Orr, in die Wege leiten. Wir treffen uns dort. Viel Glück, wir sehen uns bald. So, habe ich mit dem gelabert und bis hier und keinen Schritt weiter haben wir einen Erfolg bekommen, offensichtlich, oder was auch immer. So, das kann ich alles gar nicht brauchen. Ich nehme einfach das, was am meisten wert ist, nämlich irgendwas. So. Ein Schreiben der Belobigung. Interessant. So. Gut, dann wollen wir mal raus. Ja, dann haben wir erstmal ein bisschen Quests hier gemacht. Irgendwas wollte ich jetzt vorhin noch erwähnen. Ich habe schon wieder vergessen. Verdammt, über was wollte ich denn noch reden? Oh Mann, ich hasse das. Weißt du, du willst über irgendwas labern und dann labern die NPCs wieder und dann hast du es wieder vergessen. Ne, mir wird schon noch einfallen. War eh nicht wichtig. So, wenn ich es schnell vergesse. So. Okay. Ja, ich sollte dann irgendwie das weitermachen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe nämlich jetzt mal, wo muss ich denn überhaupt? Sag mal, ist hier irgendwas? Oder sind hier Gebiete? Ich glaube nicht. Ne, hier ist glaube ich kein Gebiet. So. Hier ist einfach nur die Deldrimor-Front, aber da ist nichts. Die Baumgrenzenfälle. Da könnte ich auch noch hin, aber da sind wieder Schaufler. Das will ich auch nicht. Ansonsten haben wir noch die Kristallwüste. Da kann ich noch nicht hin. Flammenkammberge, da kann ich auch noch nicht hin. Hier oben irgendwo könnte ich noch hin. Feuerherzügel. Oder Eisklammsund. Oder ich gehe ganz woanders. Sag mal, so viele Gebiete fehlen noch gar nicht mehr. Wie kann denn das sein, dass ich jetzt 58% erforscht habe? Ich meine, guck mal hier. Wir haben hier noch den Funkenschwärmersumpf. Dann haben wir hier noch ein Gebiet. Malstromgipfel. Hier sind noch welche. Okay, hier sind doch noch welche. Einige sogar. Hier ist auch noch mal eins. Aber sonst.
Hier ist ein unendlicher Ozean, der bestimmt irgendwo endet. Aber sonst jetzt hier so eine groß irgendwie... Viele Gebiete sind wirklich nicht mehr. Viele zähle ich auch nicht. Hier, da, 1, 2, 3, 4, hier oben noch 5, hier war noch ein 6. Da, hier ist schon fertig. 7, ach hier, Brisbane Wildnis 8. Ja gut, hier hinten kommt man glaube ich gar nicht hin. Mit Ratasum 9 und hier oben macht das Leder so langsam. 10, 11. Ja, eigentlich nur noch 11 Gebiete. Wie viele haben wir denn schon? Wir haben auch schon so viele. Oder ich habe mich jetzt verzählt, das kann natürlich auch sein. Aber wir haben schon so viel fertig, das ist unfassbar. So, ich wollte es nur mal ganz kurz angucken. Ich werde mich jetzt begeben in den Funkenschwärmersumpf oder ich gehe mal hier unten hin. Hier würde ich eigentlich auch gerne hin. Aber da muss ich erstmal irgendwie hinkommen. Ich denke, das nächstgelegene ist tatsächlich dieser Sumpf hier. Dann gehe ich mal hierzu nach Flüsterville. So, und werde mal weitergehen in den... jetzt habe ich den Namen des Sumpfes vergessen. Ihr wisst, wie er heißt. Wie heißt der denn? Funkenschwärmersumpf, genau, da steht's ja. So, da haben wir auch einiges zu tun, offensichtlich gleich. Und fangen einfach mal direkt hier vorne an mit dieser Wegmarke.